Wenn ich mal groß bin, werde ich Kapitän und schipper dann über den Atlantik. Jawohl. Und hier über die Österreich-Karten angebracht mit dem Ziel der Reise. Vierte. Gesund bleiben. Du, ich bleib eh in Österreich. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Und was kommt dann? Was kommt dann? Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Was kommt dann? So, ich bin am Weg nach Kärnten zum Weißen See. Aber meiner Blasen ist das ziemlich wurscht, weil die braucht eine Roststation. Alter, was ist denn das? Geilo. Servus. Slowenien. Sprecht ihr Deutsch oder Englisch? Deutsch. Deutsch, hallo Michi. Robert. Na steil. Ja. Gehört die dir? Ja. Wir fahren nach Deutschland, nach Bayerischen Wald. Was hat's im Bayerischen Wald? Elefanten treten. Aha. Und wir fahren schon 14 Mal jetzt. 14 Jahre schon? 14 Jahre, ich fahre jedes Jahr mit. Das ist weltbekannte Treffen. Ah, wirklich? Ja, in der Szene. Ja, das ist schon 63 Jahre war schon Elefanten. Wahnsinn. Das ist meine Support. Du bist die Crew, jetzt heißt die Crew, oder wie? So viel Support für einen. Ja, doch drei kommen noch. Ja, professionell. Das ist noch bei Weißeritz noch. Aber habt ihr alles mit, oder wie? Ja, mit. Ich habe mit Brennholz. Brennholz? Brennholz. Wir machen morgen vor Mittagessen Spanferkel. Ein Spanferkel macht? Spanferkel. Und wo schlaft ihr? Habt ihr dort ein Zimmer? Im Zelt. Im Zelt? Und das im Winter? Ja. Als Österreicher lerne ich, die Slowenen sind härter ja. Wie wir. Na, ist egal. Diese Maschine geht langsam, weißt du. Ah. Ich kann nur 80 fahren, 80 pro Stunde. 80 km/h? Ja. Das ist aber, da frierst du ein bei diesen Temperaturen. Ja, nein, ist gut. Ist nicht kalt. Boah. Ist, heute ist super Wetter. Aber warum tut man sich das im Winter an? Warum? Das ist eine schöne Wochenende. Ja. Wir treffen dort viele Freunde aus Deutschland, aus Österreich. Also viele Nationen. Ja, kommt Leute aus Schweden, Frankreich, Italien. Also das ist eine gute Sache und eine gute Stück im Leben. Diese Woche nicht. Cool, aber ich sehe keine Frauen. Wo sind die Frauen? Das ist auch eine Geschichte. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Sprechen so viel Zeit. Ja, jetzt sind wir sehr aufs Klo. Hey, viel Spaß. Ciao. Aha, was ist denn da? Servus, was macht ihr da tauchen? Ja. Geleck. Bei dem Loch rein, oder was? Ja. Darf ich die runterkommen zu euch? Kann man zuschauen? Ja. Da ist eh schon ein Taucher. Hallo. Bist du vorbei? Danke, sehr nett. Gerne. Servus, Michi. Mach so. Perfekt. Hi. Ich bin nämlich Filmemacher. Ah. Schau mal her, da ist eine Kamera. Und, ach, hier, und hier ist ein Mikrofon. Und du traust dich da unter das Eis? Ja. Oh. Hallo. Boah, so eine Aussicht. Servus. Ah, gehört ihr da her? Ja, genau. Ah. Das merkt man, weil sie arbeitet. Ne? Servus, Michael. Christoph. Servus. Hi. Ihr steigt da mit ein, oder was? Nein, wir sind jetzt draußen. Ah. Allerdings sind wir von der Crew, das heißt, wir schauen, dass alles richtig abbrennt. Und was ist der Unterschied jetzt zum normalen Tauchen, beim Eistauchen? Es sind ein paar Faktoren. Auf der einen Seite ist es für viele der Einstieg zum Wracktauchen oder Höhlentauchen, weil man hat ja doch eine geschlossene Decke über dem Kopf. Ach so. Allerdings hängt man immer an einem so einem 12 mm Seil und sind in ständiger Kommunikation mit der Oberfläche. Ah. Und dementsprechend können im Bedarfsfall auch sofort wieder an die Oberfläche gezogen werden. Wie viel hat das Gewicht, die Ausrüstung? Ja, ich sag mal, ich habe jetzt hinten eine Flasche drauf, die wiegt mit 10 Kilo.
machst du Luft drin, dann bist du bei 12. Boah. Der ganze Anzug vielleicht auch noch mal 10 oder vielleicht auch nur 6, 7. Dann bist du bei knapp 17, 18. Und dann habe ich noch 13 Kilo Blei dabei, damit ich auch untergehe. Bis man das mehr anhört, vergeht eher Zeit, oder? Ja, ja, also brauchst schon ein Momentchen an. Und Messer hast du damit? Ja, einfach zur Sicherheit. Weißt du, wann du heute triffst? Tanja? Ja. Ich habe es jetzt gelesen. Servus, Michael. Hallo, Tanja. Du schaust schon so richtig grauselig nass und kalt aus. Aber das spürst aber du das? Toll. Nee. Gar nichts? Nee. Gehört sie jetzt zusammen? Ja, wir sind eine Gruppe von 17 Leuten aus Deutschland. Wir haben da eine Tauchschule und zum Eistauchen kommen wir immer zum Weißensee. Das steil. Seit 4 Jahren. Und gibt es das bei euch überhaupt sowas? Eis gibt es da kaum noch. Im Rhein-Main-Gebiet, ja, da ist so warm. Also da gibt es nicht so eine Eisfläche, wo man drauf kann, wo man da sicher sein kann. Und sieht man da gleich viel wie da oder ist da sogar reiner im Wasser drin? Das ist verschieden. Es kommt ein bisschen darauf an, wann man da ist. Arktis ist recht schwierig. Arktis? Weil die Gletscher ziemlich abschmelzen im Moment. Arktis ist oben, gell? Arktis ist oben. Okay, ein bisschen Schwimmkenntnis ist noch da. Arktis genau. Ist Eisbären. Und unten sind Pinguine. Genau. Und unten haben wir so im Februar Algenblüte. Dann kommen natürlich auch die großen Fische oder Säugetiere, die Wale und sowas. Aber dann wird die Sicht ein bisschen schlechter. Aber auch nicht überall. Und es ist eigentlich die schönste Zeit zum Tauchen da, weil dann die kleinen Pinguine ins Wasser gehen und die großen Seeleoparden gucken, dass sie einen erwischen. Wow, ist das dann das Motiv? Ja, ist die Natur und halt Eisberge. Cool. Mein Ding sind Eisberge und die sind dann halt größer. Und unter Wasser vor allem, ne? Ja, dann so. Ja, genau, 90% sind unter Wasser. Ah. So, jetzt bin ich gespannt. Aufgeregt? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ist gut. Jetzt nicht. Tanja, ihr wirkt so eingespült. Habt ihr das schon mal gemeinsam gemacht? Wir haben den Trocken im Restaurant geübt. Ah, mit Seil und alles. So total simuliert auch. Wie kalt oder wie warm ist es? Oh, schön angenehm. Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich gucke gleich mal auf meinen Computer. Du hast wahrscheinlich innen eher Wärmflasche und alles. Beheizte Socken auf jeden Fall. Alle ready? Jo. Fred, du hast rechts die Führungsleine, das heißt die Verbindung zu Annette, dein letzter Blick auf diesen Erden, gib immer deinen Leinenführer. Okay. Alter Schwede. Hallo, du bist bei euch immer so viel los. Ja. Servus, Michael. Ich mach so. Du, ich bin Filmemacher. Ja. Und dann leisten Sie unterwegs auf der Suche nach interessanten Menschen. Nach interessanten Menschen. Wie kannst du reden und arbeiten? Ein Koch kann das, oder? Ja. Sehr gut. Ich komm um mich. Wie lange bist du schon da? 2 Jahre. 2 Jahre. Zählt man da noch mit, wie viel Knödel das man macht? Oder wie viel Apfelstrudel oder wie viel Würstchen? Ja, ich weiß nur, was wir machen ungefähr. 3000 Kassenrestknödel im Monat. 3000? Ja. Im Monat, Wahnsinn. Ja. Was hat dich herverschlagen nach Österreich oder den Weißensee her? Ja, ich bin schon seit 30 Jahren in der Fjord. Vorher sind wir in Kapun gewesen. Ah, auf Saison oder was? Nein, wir haben einen Betrieb drüben. Ah. Und irgendwann einmal mit die Alte machst du nichts mehr so viel Stress, den ganzen Tag Betrieb. Boah, das ist gut, der war gut. Ja, das ja, ist gut. Hallo, bitteschön. Hallo, servus. Du, ich bin jetzt der Duftspur gefolgt, weil der Kaiser schon mal recht bies aussieht. Darf ich da ein bisschen über die Schulter schauen? Kannst du machen, ja. Mach mal was. Warte kurz. Wie viel? Das sind jetzt zwei bayerische Mädels. Bayerisch? Zwei Schwestern. Ihr gehört gar nicht zur Familie? Nein. Seid wirklich auf Saison da? Genau. Meine Schwestern, die sind beide jung. Na, sauber. Ja. Aber super, danke. Aber die musst du mir finden, die dann so hacken wollen. Ja, hey. Und nicht nur in Tülle. Und zu lieb auch. Weißt du, dass ich mal am Boden ständig. Ja. Und wie kommt man auf sowas, dass man von Bayern da herkommt? Nein. Da auf die Hütten, ja. Und dann wolltest du arbeiten? Ja, wir haben jetzt ein Jahr beide frei, meine Schwestern, die ist mit der Schule fertig und im Studium. Wir haben jetzt ein Jahr Überbrückungszeit sozusagen, was wieder woanders gefangen und haben es auch wieder gemacht.
haben dann einfach mal angefragt, ob wir da also so arbeiten dürfen. Na, hast du daheim auch schon gekocht? Ja. Schon? Ja. Also schon seit wir da sind. Wir sind so drei Mädels und haben schon in der Grundschule gelernt. Was machst du dann im Sommer? Also ich bin jetzt dann erst in Malaysia, dann in Bolivien, dann wahrscheinlich nach San Francisco. Na ja, eh nicht schlecht, oder? Genau. Und dann geht's wieder los mit dem Studium. Was studierst? Ich mache meinen Master in Tanz- und Bewegungstherapie. Ja, du bist eh voll im Rhythmus da, oder? Ja. Aber was macht ihr in Bolivien und so, einfach so mit dem Rucksack? Also in Malaysia so mit dem Rucksack, ja. Und in Bolivien war ein Freund oder unsere Nachbarin, die hat da in der Schule gearbeitet. Also war ja so ein soziales Projekt. Cool. Und da dürfen wir jetzt auch dabei sein. Macht es auch mit? Genau. Und wir sind dann auch in der Schule. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Das ist jetzt noch nicht ganz so gut geplant, aber das war nicht viel. Und mir? Auch mit deiner Schwester wieder? Genau. Kannst du mir was helfen? Ja, kann ich schon helfen. Okay, also einfach nur Mehl bis hier einfüllen. Aber was willst du später mal machen? Die dort werden im Krankenhaus mit Patienten in der Reha. Aha, ja, da geht es ein wenig entspannter zu wieder. Perfekt, danke. Also du machst wirklich gleich 3-4 Pfannen. Ja, 4 nochmal. Und er hat gesagt, er ist hergekommen wegen der Ruhe. Genau. Okay. So sind es die Köche. Ja. Ma, danke. Sehr was. Voll gut. Ja. Check gut. Hey, Lucia, danke für den Einblick. Mach's gut. Ich mach's so. Mach's gut, okay. Tschüss, ciao. Und danke fürs Kosten. Du für den Schmarrn und nicht noch ein bisschen kassieren. Ja. Wo ist die Anita? Hey, Christoph, vielen Dank fürs Einlassen. Hey, ciao. Mach's gut. Ciao, für dich. Achtung! Danke! Anstrengend. So, ich bin jetzt da am Ufer vom Weißen See, wo da beim Elfstädtelauf anscheinend tausende Holländer am Eis sind. Okay, wo sind's? Morgen. 1, 2, 3. Aber wo ist der Rest? Da sind's. Zumindest auf der Tafel. Servus. Kennst du dich aus da? Wie? Sprichst du Deutsch? Ja, klein bisschen. Englisch? Yes. Was ist das hier, Elfstädtetour? Das ist in Holland. Hier ist der Elf-City-Trip. Ice-Skating. Ah. And it's 200 k's. And now we because we have no ice there, we go to rain. No ice? No, almost no ice. And today, where are the people? No, it's finished now. It's all finished? Yes, yesterday was the last day. Ah, so I missed it. Yeah. Have fun. Okay, thank you. Care. Alter, jetzt habe ich es versammt. Das war gestern schon. Super. So viel Schnee, das zahlt sich aus, ha? Schön, ne? Ja, Wahnsinn. Wenn man nicht eingeschneit wird. Sie sind von hier? Nein, ich bin aus Oberösterreich. Ah, Oberösterreich. Woher sind Sie? Von Holland, Amsterdam. Von Amsterdam? Ja, wir sind hier gekommen für die Eisnaulaufen. Wirklich? Bist du beim Elfstädtelauf mitgelaufen? Ja. Ah, hallo, Michael. Ja, hallo, hallo, Michael. Hallo. Letzte Freitag habe ich auch 100 Kilometer. Bist du gelaufen? Ja. Aber er ist 77. 77 Jahre bist. Ja, ja. Und da läufst du noch 100 Kilometer. Ja. Cool. Im Auto muss man genießen. Ja. Wie? Ach so, siehst du. Ja, da muss man seine Zeit nehmen und man muss das Eis lieben. Das ist und der Rücken muss es auch lieben. Ja, nee, da, weil ich kann es gar nicht. Man läuft lang mit 20 Leuten. Ich kenne die Leute ganz nicht, ja. Aber der ist komplette Silenzia. Silenzia. Und dann, man fühlt so eins. Also das ist wie ein Vogelschwarm, ja, oder? Ja. Das ist spannend. So, jump.
Aber wie viele Jahre kommt sie schon her? 18 Jahre, 20 nein, Jahre. 18, nein, nein, nein. 26 Jahre. Wahnsinn. Ja, ja nein, Wahnsinn. Ich vergesse die vergangenen Jahre. Ich bin ein Mann. Bleibst du ihm jetzt? Ja, vor Aussicht. You have to go on. Auch wenn es weh tut, ne? Auch ja, wenn man sagt, na, wir werden alle älter und was weiß ich was. Ja. Aber and we can learn from the young people now. Young people do everything, not everything, but many things in a different way. And that's interesting. Sometimes I don't understand. But and their own perspective, yeah. Yeah, so, yeah, you do it in your own way. And that's good. That's also what we did. But it's good to listen to one another, also to the elder people, but also to the younger people. We can learn from them. You have your children? No. No children? No. It's a pity. I'm very much aware that I speak for myself that I miss a lot. I miss a lot. Maybe it gives more chances. I don't know. If you see the good thing in it, no? It's instead awful. Of being... Yeah, you have to do that. When man alt bekommt, muss man Vater, Mutter sein für alle. Ich bin 18 Jahre Pastor gewesen in große Gefängnisse. Ah, das ist spannend, oder? Dass da viele. Ja, in Amsterdam. Maar ik fühle mich ihre Vater. Ja, klar, wie Vater er sagt. Ja, dat is zeer schön. Denn die Welt öffnet sich. Jede Volk, jede Gruppe, Religion, Ethik, Differente, hat etwas zu bieten. Mhm. Das ist ein schöner Gedanke. Ja, hat etwas zu bieten. Ein anderer Blick auf den Welt. Ja. Unser moderner Blick ist sehr begrenzt. Ja. Da ist sicher was dran. Ja, begrenzt. Es gibt viele andere Möglichkeiten, um unsere Welt einzurichten. Ja. Hey, cool, wie ihr drauf seid. If ever you go in Amsterdam, you are welcome. Oh, thank you. Okay. Hey, enjoy your time. Okay. Thank you. Für dich. Nach dem überraschenden Gespräch dann mit dem Henk und seiner Frau geht's jetzt weiter. Oi. Scheiße. Hallo, habt ihr Kraft? Kommt hier nicht weg. Ich wollte umdrehen, aber es ist schon genug, dass ich rutsche. Könnt ihr mir kurz helfen, schieben? So. Achtung und. Ja! Ist das super! Schnee und Eis. Und Regen und Bad. Was steht da? Lisa Schistig Studio, Lissi Oberloya. Steinfeld. Na dann. Aha. Lissi Obervisagistin. Busreisen. Ah. Oberjodler. Erster Stock. Okay. Hallo, Christi. Christi. Ich ruf dich zurück, gell? Für dich. Hallo. Hallo, Christi. Michi Reisecker. Bist du die Lissi? Ja, Christi. Ja, super. Du, weil ich bin Filmemacher. Und am Weißen sind unterwegs auf der Suche nach spannenden Menschen. Und jetzt bin ich hinter dem Busbus nachgefahren oder Skibus und da habe ich dich gesehen. Ist das lieb. Wir sind erst in der Frau mal heimgekommen. Ah. Wir sind bei den Forschungssitzungen gewesen. Kärntenforschung, ist eigentlich. Kärntenforschung, ja. Und heute haben wir die letzte und jetzt sind wir natürlich erst um 2 in der Frau heimgekommen. Geil, für das schaust du aber eh schon fit aus. Das geht alles. Das ist der Visagistentrick wahrscheinlich. Ich arbeite nicht mehr als Visagistin. Ach so. Nein, ich habe einen Unfall gehabt. Oh je. Und habe eigentlich aufgehört. Damit. Aha. Ja. Ich habe da den Ulnaris durchtrennt und habe da eigentlich kein Gefühl mehr drinnen. Na Wahnsinn. Jetzt kann ich das leider nicht mehr machen. Wie lange ist das her? Das ist jetzt her... 2 Jahre. Boah, ja. So schnell geht's, oder, im Leben? So schnell geht's, gell. Müll weggebracht, hab runtergedruckt und war da ein Scherben drin im Müll. Und na. Ist gegangen, und die
Schlag oder war zerfetzt und alles durchtrennt, was drinnen ist in der Hand. Nein. Wollen Sie einer kommen? Du, wenn ich dich nicht aufhalte, auf ein Glas Wasser gern. Ja, gern. Also unser Jenny, die ist gerade aus meinem Frühstück. Ach so, bist du die Tochter? Das ist die Jenny. Hallo Michael, grüß dich. Hallo, du bist warm. Ich muss dich aufklären. Ich bin Filmemacher. Hörst du alles, was ich sage? Schau. Ja, die Jenny versteht alles. Ah, super. Ich bin Filmemacher und ich fahre kreuz und quer durch Österreich auf der Suche nach interessanten Menschen. Und jetzt bin ich am Weißensee unterwegs und da ist eine Kamera. In der Brünn. Und da ist ein Mikrofon. So was hast du auch? Das ist ja geil. Ja, wieder das einmal zeigen. Ja, cool. Das hat die Jenny geschrieben. Das hast du gemacht? Ich bin ich. Na, Stein. Und auf Englisch auch gleich. Das ist cool. Das hat sie praktisch mit der Hand gezeichnet am iPad. Aber Jenny, was hast du für Beeinträchtigung oder Behinderung? Die Jenny hat eine linksseitige Lähmung. Ach so, das heißt, du kannst nur die Hände bewegen? Ja, sie kann aber, also sie kann nicht gehen. Ah. Aber sie ist so wie jedes Jahr auf der Bühne mit dabei. Heute hat man cool. Eben am Abend, das war eh ja gerade. Was habt ihr heute Sitzung? Ja, wir haben heute Sitzung. Und da ist sie auf der Bühne. Da bist du dabei? Mit jungen Frauen, das ist ja total lieb. Ich habe ja Zeit. Was spielst du mit? Macht sie wirklich so, aber nicht ja, so? Ein Sketch macht sie, ja. Ein Sketch. Jedes Jahr, 7 Mal im Jahr. 7 Vorstellungen? Und steil. Die Jenny ist, gut in, ist wirklich gut integriert, gell. Wir haben ja selber Busreisen mit, also für Handicap, Menschen mit Handicap. Und habt ihr, weil man es doch durchs Kennzeichen vom Familiennamen vom Bus, genau. Ist das eigentlich ein Familienbetrieb? Das ist mein Mann, ja. Also ihr habt Busunternehmen. Also wir sind das einzige Unternehmen in Kärnten, die das machen. Das heißt, ihr habt das... Busreisen für Menschen mit Handicap. Und durch die Jenny sind wir eigentlich auf das gekommen, weil irgendwann mit einem gewissen Alter, mit 8 Jahren, ein Jahr habe ich gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr da aus- und einheben oder das wird mir alles zu viel, gell? Und dann hat mein Mann angefangen, eine Hebebühne, also am Bus einfach hinten auszuschneiden, hat er eine Hebebühne gemacht. Und dann hat das irgendwann funktioniert und das ist dann immer mehr ausgebaut worden. Na steil, also wirklich Learning by Doing, ne? Ja, genau. Durchen, ja. Aber wie alt bist du, Jenny? Schreib einmal auf, Jenny. 30? Schau. Heute ist ja noch faul, weil man gestern aber, nicht, also hätte noch frühest heimgekommen sein. Achso, du warst auch so lange mit, das ist eh klar. Ja, sie ist ja diejenige, die na, bitte, so zwei schön. An Demo. Ja, bitte, danke. Achso, ich kann da eh mitschauen. Ich bin, ja. Ich bin 36 Jahre alt. Ah, 36, bist du alt wie ich? 82. 3. August. 3. August, bist du eine Löwin, oder? Löwe. Ah, cool. Ich bin bei der Krampusgruppe. Bei der Krampusgruppe bist du auch? Na, alter Schwede. Ah, da oben. Ja, Wahnsinn. Na, steil. Danke. Ja, aber das ist schon cool mit dem Tablet, oder? Kannst du schreiben? Wie war das früher, das vor so Tablet-Zeiten? Die Jenny schreibt dann mit der Hand. Ah. Wie ist das für euch Eltern gewesen, dass ihr gewusst habt, okay, die Diagnose ist, du kannst nie gehen? Ja. Ist das irgendwie ein Schock, oder ist das... Nein, wir haben nie gehadert damit. Ist aber schön. Wir sind eingewachsen in die Sache, weil wir ja nicht am Anfang nicht gewusst haben, dass die Jenny ja beeinträchtigen kann. Ah. Und nach einem halben Jahr merkt man dann natürlich, sie entwickelt sich anders. Aber Jenny, wie war das als Kind in der Volksschule so? Weil gerade Kinder können ja oft hart sein. Nein, überhaupt nicht. Eben nicht? Das war so toll, der Kindergarten. Sie haben die gern gehabt, gell? Super. Es war der Kindergarten, also die Kinder waren so aufmerksam, gell? Wenn die Tante zum Beispiel einmal geschimpft hat, dann haben die Kinder mit der Tante nichts mehr geredet. Und die nach Jahr also beleidigt. Ah, bitte. Halt, Ich habe viel Kumpels und Freundinnen. Cool. Das ist eigentlich ein Fasching. Oh, Wahnsinn. Das ist immer ausgebucht, das ist immer voll. Ja, das denke ich mal. Wie viele Sitzungen gibt es? 7. 7? 7 Sitzungen. Wow. Müssen wir schauen, wo du dabei bist, Jenny. Und du kannst ja mit dem Rollstuhl kannst du selber fahren. Ja, und das sind eben junge Dirndl, gell? Die machen das seit 11 Jahren mit ihr. Steil. Das ist das Schöne. Freundinnen von dir. Also die lassen sich aber was einfallen für tiefes Stück. Oder ihr? Alle zusammen. Ja, die Jenny ist da sehr ideenreich, muss ich sagen. Eine große Familie ist das für mich, diese Forschungsgilde. Du Jenny, und hast du neben deinen Eltern andere Assistenten? 160 Stunden im Monat. Da braucht man trotzdem auch Auszeit, oder? Nicht älter. Ja, das kommt auch dazu. Man hat nicht mehr die Energie, dass man sagt, man geht auf eine Metal-Party zum Beispiel. Das interessiert mich. Mit dir oder nicht, so. Ja, genau, dass die Spaßkanonen sind für dich. Was ja, du, und die,
ja, oder irgendwas anderes. Klar, übernehmen, du bist voll motiviert, das sieht man da auch. Gell? Ja, genau. Sie ist ja noch jung, sie will noch was erleben. Und sie will auf einen Ball gehen oder auf eine Veranstaltung, wo ich zum Beispiel so hätte, wie überhaupt. Cool, und dann hast du persönliche Assistenz dabei. Ja. Hey, aber dann sage ich vielen Dank dabei. Dann halte ich euch nicht mehr auf, dass du noch ausrosten kannst für den Abend. Wir müssen mal noch aus dem Bett raus, gell? Hey Jenny, ich freue mich schon. Bis später. Was kommt dann? Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Gibt's dann einen Plan?